Wann kommt das neue Brawl Stars Update und wann kommt der neue Brawler Ash? Ich denke, dass das neue Brawl Stars Update höchstwahrscheinlich am kommen wird. Wann passiert etwas mit dem geheimen Brawl Stars Livestream? Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, heute gibt es wieder ein richtig geiles Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werde ich heute die altbekannte Frage beantworten, wann kommt eigentlich das neue Brawl Stars Update? Ja, Freunde, vor 2 Tagen wurde der neue Brawl Talk angekündigt, beziehungsweise das neue Update angekündigt in Form eines Brawl Talks. Ich denke mal, ihr habt es alle gesehen. Gestern kam auch schon ein richtig geiles Video, und zwar das Video, was ihr im Brawl Talk verpasst habt. Könnt ihr gerne nochmal auschecken, einfach hier oben beim i, da kommt ihr dorthin. Und heute werde ich die altbekannte Frage beantworten, wann, wie gesagt, das Brawl Stars Update kommt. Aber davor, Leute, lasst gerne jetzt schon mal wieder einen fetten Daumen nach oben da. Macht ihr gerne mal wieder die 10.000 Likes, da würde mich sehr freuen. Abonniert natürlich auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und noch eine ganz wichtige Sache: am 4.9. um 14 Uhr auf damage.de kommt endlich neuer Merch raus, Leute. Das Hashtag Damage Überraschungspaket ist unglaublich krass, streng limitiert auf 1000 Stück. Und was ist in dem Paket enthalten? Ihr könnt als allererstes mal wieder wählen zwischen T-Shirt und Hoodie-Paket. Auf eurem Hoodie und T-Shirt habt ihr dann das richtig geile Überraschungslogo drauf. Dann dazu gibt es eine handsignierte Autogrammkarte, original unterschrieben von Lukas Breusers und mir. Und dann zu guter Letzt etwas richtig geiles. Und zwar gibt es dann noch dazu 3 richtig geile Hashtag der Merch Beilagen. Das kann zum Beispiel ein Mini Danita Plüschbär sein, ein Diamant Bluetooth Lautsprecher, eine Brotdose, ein Schlüsselanhänger und so weiter. Wir haben auf jeden Fall richtig geile Beilagen, die es dann dazu gibt, und zwar insgesamt davon 3 Stück. Statt sonst nur einer Beilage, also seid auf jeden Fall schnell und gönnt euch. So, Freunde, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ganz normal an mit den Sachen, die aktuell schon bekannt sind. Und zwar kam ja tatsächlich, wie ich schon erwähnt habe, am 21.08. der neue Brawl Talk raus. Ich nehme jetzt einfach mal wieder den Kanal von Lukas hier als Beispiel. Gestern hat dann der gute Lukas sein Video hochgeladen, wie stark ist der neue Brawler Ash. Heute findet ihr auf meinem Kanal dieses Video hier, wann das Update kommt. Und die nächsten Tage sind aktuell noch unbekannt. Ich habe jetzt einfach mal bis zum Donnerstag, 26.08. Fragezeichen gemacht. Und jetzt kommen wir dazu, was ich glaube, was die nächsten Tage uns vorgestellt wird. Denn ihr wisst es ja, die Supercell Creator werden wahrscheinlich wieder die ein oder anderen Videos hochladen. Zum Beispiel den neuen Brawler Ash spielen, den Solo Showdown Plus Modus vorstellen und die ganzen neuen Skins. Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal direkt an. Ganz wichtig zu sagen, das Ganze hier ist eine Vermutung von mir. Ich kann euch nicht zu 100% voraussagen, wann das neue Update kommt. Das hat immer verschiedene Aspekte, verschiedene Gründe. Zum einen hängt das von Supercell ab, dann von den Servern und natürlich auch noch von Apple und Google Play, die das Update natürlich auch noch freigeben müssen. Aber ich habe jetzt hier nochmal ganz kurz ein Beispiel vorbereitet, wie das Ganze beim letzten Update war. Und zwar kam das letzte Update dann an einem Donnerstag am 17.06. Ihr seht hier nochmal die alten Videos von Lukas, wobei wir das letzte Update mit dem jetzigen Update nicht ganz vergleichen können von den Video-Uploads her, weil wir dieses Mal nur einen neuen Brawler haben. Das müsst ihr im Kopf behalten. Letztes Update kam aber, wie gesagt, an einem Donnerstag raus. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu meiner allerersten Prediction, wann ich glaube, wann, wie die Videos hochgeladen werden könnten. Also wie gesagt, dieses Mal haben wir nicht so unglaublich viele Sachen, aber trotzdem sehr, sehr geile Sachen, unter anderem auch sehr geile Skins, einen neuen Modus und natürlich den neuen Brawler. Meine Idee Nummer 1 ist, dass wir heute Abend sehr wahrscheinlich um 17 oder 18 Uhr, eine der beiden Optionen, denke ich mal, ist sehr wahrscheinlich, dass wir dann ein Video bekommen werden von den neuen Skins, die uns vorgestellt werden. Morgen am 24. könnte es gut sein, dass uns der Modus Solo Showdown Plus einzeln vorgestellt wird, vielleicht inklusive noch ein paar neuen Maps und so weiter und vielleicht noch ein paar anderen Änderungen, die jetzt noch nicht im Brawl Talk bekannt gegeben wurden. Und ich denke, dass am Mittwoch dann schlussendlich der neue Brawler Ash uns in einem Video vorgestellt wird. Ganz klassisch, ich spiele den neuen Brawler Ash vor einen anderen. So, jetzt gibt es aber nochmal ein paar andere Variationen, und zwar könnte es auch sein, dass heute uns der neue Modus Solo Showdown Plus vorgestellt wird, dass wir morgen den neuen Brawler Ash uns vorgestellt bekommen und am Mittwoch werden uns
die neuen Skins vorgestellt. Ich kann nochmal ganz kurz, wenn wir eh gerade dabei sind, euch die Skins einmal aufzählen. Und zwar haben wir da ja unter anderem den Ninja Ash Skin, den ich sehr geil finde. Dann Prinzessin Shelly. Den Einhornritter Bale, der auch ziemlich cool aussieht. Dann haben wir die böse Königin Pam. Und den sehr geilen Sprout Skin, den Prince Sprout, von dem es dann auch zwei Variationen gibt. Die sind auch persönlich meiner Meinung nach ziemlich gut gelungen. Und ein sehr geiler Skin, und zwar natürlich den Boxer Skin. Den gibt es auch in insgesamt drei Varianten. Dann haben wir noch den Magier Byron. Der erste Skin tatsächlich für Byron, den man sich mit Star-Punkten erspielen kann. Der kostet, wie gesagt, ca. 25.000, ist meine Vermutung. Dann haben wir noch Luna Piper und den guten Handsome Colt. Und dann noch ein paar Goldskins, die seht ihr hier auch nochmal ganz kurz eingeblendet. So, machen wir jetzt aber mal weiter. Es gibt dann auch noch eine weitere Variante, und zwar, dass uns vielleicht sogar heute schon der neue Brawler Ash vorgestellt wird. Morgen die Skins vorgestellt werden und am Mittwoch dann schlussendlich uns Solo Showdown Plus vorgestellt wird. Das ist auch nochmal eine Option. Des Weiteren, wo wir auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen noch haben. Wann passiert etwas mit dem geheimen Brawl Stars Livestream? Ich habe es ja gestern bereits erwähnt und habe auch in meinem Stream darüber nochmal gesprochen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir eine Änderung im geheimen Brawl Stars Livestream bekommen. Übrigens, wenn ihr darauf Bock habt, dass ich euch morgen ein Video hochlade, warum es aktuell im geheimen Brawl Stars Livestream noch keine Änderung gab, dann lasst jetzt gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe jetzt einfach nochmal hier den 1.9. als optionales Datum mit reingenommen, wo etwas sich ändern könnte im geheimen Livestream, einfach weil es der 1. September ist. Aber jetzt bleibt die ganz große Frage im Raum. Wann kommt denn jetzt das neue Update, Kevin? Ich denke, dass das neue Brawl Stars Update höchstwahrscheinlich am Mittwoch kommen wird, weil wir tatsächlich dieses Mal nur drei potenzielle Videos hätten, in denen uns Content vorgestellt wird. Beim letzten Update war es so, dass zum Beispiel an dem Tag, wo Griff noch vorgestellt wurde von den YouTubern, dass am selben Tag das Update rauskam. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auch dieses Mal höchstwahrscheinlich wieder so einen Fall haben, dass am selben Tag, wo das Update rauskommen wird, dass wir dort auch noch ein Update-Video sehen werden. Eine Sache, die jetzt aber noch dort mit einfließt, und zwar endet tatsächlich Power Liga am Donnerstag um 10 Uhr. Heißt, in der Theorie wäre auch noch Donnerstag als Update möglich. Aber, und das ist ganz wichtig, beim letzten Mal kam tatsächlich das Update auch einen Tag, bevor dann am nächsten Tag sich Power Liga geändert hat. Heißt, es gibt tatsächlich nur die Option, entweder Mittwoch das Update oder Donnerstag das Update mit inklusive der neuen Power Liga. Ja, Leute, an der Stelle würde ich einfach mal sagen, was jetzt hier mit diesem Video. Gebt unglaublich gerne einen fetten Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Bis dann, Leute, und ciao. Ciao.